Shiva's palm stole my hole. Wie ist das da für euch? Ich meine, viel Wasser am Wörthersee, ihr habt daheim auch viel Wasser, das muss ja für euch ein Heimspiel sein. Schön, grüß Gott. Ja, aber was gleich ist, ist der See vor der Haustür, die Berge rundum und es ist trotzdem was ganz was Besonderes, weil das einfach so erstens perfekt organisiert ist, dann rundum liebe Leute drei Tage lang, man fühlt sich einfach so, wie die neue See jetzt bezeichnenderweise heißt, so eine Portion Wohlfühlgefühl, was du in Kärnten mitkriegst, das tut richtig gut. Du kannst echt einen Schritt tust, dann bist du im Urlaub und einen Schritt, dann bist du auf der Bühne. Das da passt das so in Art und Weise zusammen, wie man es sonst nirgends findet. Stichwort war schon eine Idee, Wohlfühlgefühl. Ich finde, das ist ein Wahnsinn, ihr habt wieder eine Meisterleistung hingelegt, 18 neue Titel. Kannst du uns dazu noch was erzählen? Naja, dass 18 sind, hat einen bestimmten Grund, weil ich nicht mehr aufpassen. Das Scheiben ist leider so klein, ich verstehe es. Ich habe mit der Plattenfirma schon geredet, aber ich finde einfach, dass das halt mindestens 18 braucht. Erstens, weil die Seher, glaube ich, sehr wohl was zum Sagen haben, weil es nicht irgendwelche Friede, Freude, Eierkuchenlieder sind, sondern wirklich für das seherische Lebensgefühl stehen und auch sehr abwechslungsreich ist. Also ich kann es jedem jetzt unter uns gesagt nur wärmstens empfehlen. Wohlfühlgefühl, die Seher. Mein persönliches Lieblingslied ist ja Zurück in die 80er. Das ist für mich so, dass ich sage, das ist meine Jugend. Hast du das auch so gemeint? Naja, in deiner Jugend bin ich schon fast erwachsen gewesen. Das heißt, mit 25 Jahren bin ich eben, wie gesagt, mit dieser Gruppe Joy. Das war damals die österreichische Boygroup. 6 Meter Musi, weil wir alle so ein bisschen aus der Art geraten sind. Um die Welt gereist und die 80er Jahre waren halt so Dolce Vita. Das war halt das Leben genießen und mir drei Landpomeranzen um den halben Globus. Und das da bin ich halt immer noch ein bisschen sentimental, wenn ich dran denke. Und auch das Ganze drumherum, die Mode, was dem hat sich jetzt einfach so frei gefühlt. Man war so jung, es war. Naja. Schön war's. Ja, absolut schön. Obwohl natürlich, ich muss jetzt schon, dass ich genieße das jetzt mindestens genauso. Erstens, weil man einfach das Leben bewusster erlebt und weil man einfach ganz anders im Leben steht. Es hat schon jede Lebensphase ihren Vorteil. Wir von Schlagerportal.com waren voriges Jahr das erste Mal bei euch am Grundlsee bei einem super tollen Open Air. Diesmal wird es am 31.07. stattfinden. Es waren voriges Jahr 20.000 Leute. Es ist so diszipliniert, so toll abgelaufen. Sind eure Fans so gut erzogen? Nein, wir haben gar nicht mehr erzogen. Ich habe es bei meinen Kindern schon versucht, da ist es auch nicht gegangen und schon gar nicht geht es bei 20.000 Leuten. Nein, das ist einfach, glaube ich, es sind so liebe Leute, die einfach so friedlich sind. Es sind mehrere Generationen im Publikum, es sind alle möglichen Schichten von Leuten, also die, was man so in der Art und Weise eigentlich sonst nirgends sieht. Und allein wie es kommen und wie es gehen, das ist alles so, wir wissen das wirklich zu schätzen. Es gibt keine Unstimmigkeiten. Es ist ein Herz, eine Seele. Wir sind einfach nur recht dankbar, dass das so ist. Dass das nicht eine gewisse Schiene von Leuten ist, sondern wirklich generationsverbindend ist und dass jeder mit jedem reden kann, dass jeder einen schönen Abend verbringen will an dem Abend und auch beim Heim geht, dass das nicht was ist. Das ist ein großes Privileg, ja. 31.07. Tolles Open Air wird uns wieder bevorstehen. Was werden die Fans alles erwarten? Was dürfen sie alles erwarten? Ein schönes Wetter. Ja. Ja. Ich hab schon ein paar Propheten ausgeschickt, die jetzt schon sich bemühen. Und ja. Das klingt jetzt ein bisschen unglaubwürdig, ist schon klar. Aber mir wurde gesagt, es ist schön an dem Tag. Ja. Und das glaube ich gern. Ja. Was da noch dazu kommt, ist, glaube ich, ein gelungenes Rahmenprogramm mit Blutschink, der Mundartband von Österreich aus dem anderen Teil von Österreich. Wir sind ja für die Mitte zuständig. Und dann Genghis Khan, große Hits, Moskau, Genghis Khan. Dann eine meiner Lieblingsbands, ich muss das wirklich sagen, weil ich bin mit der Gruppe aufgewachsen. Wir haben Danceband gespielt und da habe ich meine erste große Liebe kennengelernt, Smokey. Einfach schön, wir werden also dort stehen und dann einfach wieder nah am Wasser gebaut sein, weil das ist gute Musik, richtig lässig und ich glaube, die können auch stundenlang durchspielen und man kennt alles. Ja, und um 21 Uhr ist es halt, ja, soweit. Das nicht zu vergessen. Nein, die Stasi, das Wort Stasi ist mir irgendwie zuwider, weil eigentlich sind wir Musiker, die mit Leib und Seele Musik machen, die wieder ein bisschen anders ist, zugegeben. Und das Glück haben wir mittlerweile ein großes, treues Publikum zu haben und das hat mit Star eigentlich überhaupt nichts zu tun. Am liebsten ist, wenn die Leute auf mich zugehen und sich freuen mit mir, dass wir den gleichen Musikgeschmack haben, dass die Musik berührt mit ihr Gefühl und mein Gefühl. Und Star gibt es andere dafür.
ihr habt ein großes, wirklich eine große Fangemeinde bei uns auf schlagerportal.com. Bist du lieb, schickst ihnen ein paar nette persönliche Grußworte und wir sehen uns am 31.07. beim Open Air. Okay. Ich nehme das jetzt weg. So, liebe Zuschauer, Zuhörer, Schlagerportal, die Seher sind froh, dass das zum Beispiel euch gibt, weil es einfach für die österreichische Musik so wichtig ist, dass man zu diesem Land steht, dass man Heimatgefühl hat, dass man Deutsch singt, Mundart singt oder was immer. Und es ist einfach wichtig, dass wir Gemeinschaft weiterhin bleiben, dass wir zusammenhalten und weiterhin österreichische Musik machen, dass unsere Lieblingsmusik bleibt. Und in diesem Sinne wünsche ich alles, alles Gute. Und was den 31. Juli betrifft, schön war's, wenn's alle da wart. Vielen Dank.